So, das sollte erledigt sein. Ja, der eine Jäger hat sich halt verpfiffen, so. Die sind ganz schön feige, wenn man das halt mal so betrachtet, ne? Ach, je. Nee, die Anjanat wollte ich jetzt nicht tracken. Gibt es denn irgendwo einen Großjäger? Was ist denn das hier? Ach, da will der Anjanat hin, okay. Anja ist ein streitlustiges Monster, das jeden bekämpft. Ha, you don't say. Wo bin ich denn jetzt hier? Guck mal hier, das ist doch gut. Dann gehen wir noch den Käfer holen und holen noch mal Honig. Honig. So, noch mehr Fußspuren von Anja. Nein, warte mal. Die Käfer wollen ja mit mir woanders hin, ne? Da lang? Ich weiß nicht, was sie da wollen, aber... Hier geht's zum Honig! Noch eine Anja-Fußspur. Zack! Schon mal der Käfer. So, und da geht's weiter. Da geht's zum Honig. Hallo? Jetzt hier nicht irgendwo. Ach, da. Nee, das ist Anja Schnodder. Soll jetzt hier Honig sein? Nach da oben wahrscheinlich, ja? Jetzt da hoch? Gar nicht. Oder einfach auf der anderen Seite. Da reinkrauchen? Nee, geht nicht. Pfiffi. Ja, jetzt kümmere dich doch nicht um die Pfeifen, ey. Die machen sowieso nichts. Kaum rühre ich sie an, fallen sie auch schon um. Oh, hier ist noch ein Bitterkäfer. Wo denn? Ach, da. Sehr gut. Da ist der nächste. Zack. Der ist da unten. Ach, da ist noch ein Bitterkäfer. Zack. Na bitte, ein Großjagerer. Juhu, und ich dachte schon, es wird heute gar nichts mehr. Hey, alter Freund, hey, wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm mal, hier. Ich spiele ein bisschen Musik für dich. Kloing, bling, boing. Bist du von in die Höhle bist du gelaufen, ja? Mach mal kurz Platz hier. Ich muss mal kurz euren Stammesältesten umlegen. Weißt schon, den Dicken mit dem schlechten Mundgeruch. Ah! Alter, ich lass mich doch hier nicht von so einem Aushilfsraptor die Butter vom Brot nehmen. Na, was ist jetzt? Ja, genau. Ach, hast du die Verstärkung geholt, ja? Da liegt deine Verstärkung. Na, ehrlich, ne? Da kommen die nächsten. Also jetzt müssten sie ja langsam eigentlich begriffen haben, dass das alles nichts ist, was sie hier veranstalten, ne? Na was denn? Na was denn? Ha? Was willst du? Ha? Und du? Jetzt kommt er.
Oh shit, nee, das ist Anja. Wo ist der Großjager? Ich wollte doch den Großjager. Mit dem Tyrannosaurus will ich nichts zu schaffen haben. Da ist mir noch ein bisschen zu groß. Na, was denn? Kommst du nach Hause? Ja, kommst du mit? Nee, warte noch mal. Na ja. Na, jetzt ist alle, ja. So. Dann holt man jetzt auch mal ausweiden. Ein paar Knochen. Ein paar Knochen kann man auch immer gut gebrauchen. Oh, eine scharfe Klaue. Da kann ich mir bestimmt was Tolles draus bauen. Ich habe ein schönes Objekt gefunden, Miauster. Prima hast du das gemacht. Mein Palico. Nee, ich möchte ganz gerne den Wettstein benutzen. Wenn es okay wäre. Oh. Na, hallo, Moppy. Komm. So, und jetzt bist du fällig. Komm her. Shit, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst im Moment. Ah, sehr gut. Brenn im Bauch hier, komm. Sag mal, warum tanzt dieser dämliche Palico eigentlich immer vor den Füßen rum, sodass er sich das alles einfängt, was ich hier mache? Oh, shit. Das war jetzt ein bisschen viel. Ja, genau. Ran ans Vieh. Na, nimmst du mich halt kurz mit, ne? Sag mal, nein! Bist du denn bekloppt? Na los! Aus dir mache ich eine Damenhandtasche. Komm her. Ach, sei doch nicht albern. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Komm her. Komm, 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 komm. Nicht kotzen jetzt. Nicht kotzen. Komm her. Was hat er denn da gerade gefressen? Sag mal, du sollst auf den Bauch gehen. Ach, jetzt hat er einen von seinen eigenen hier. Nein, Mann! Ach, das war's schon. Huch. Der hat echt einen seiner eigenen Jagras gefressen. Eieieiei. Das ist schon ein bisschen eklig. Jetzt bin ich hier in seinem Bauch. Naja, ist ja gut. Tschüss. Ja, komm her. Ja, hier, check das mal aus, ey. Dein Chef umgehauen. Komm her. Sag mal, was ist das denn für ein Blödsinn? Trackt aber auch nicht das nächste Monster, sondern irgendeins. Verpiss dich jetzt hin, du bleibst mal schön hier bei deinen Freunden. So, und dann nehmen wir die auch noch gleich mal aus. Haha. Nicey, nicey.
so. Schnips. So. Naja, irgendwie neue Munition holen. Da sowas zu looten. Und es ist ja auch noch. Haben wir noch einen Knochenhaufen angezeigt? Hatte ich den nicht schon abgeerntet vorhin? Doch schon, ne? Hier ist doch nichts mehr. So, aber hier gibt es auch noch Honig. Wo ist denn das? Ah, genau. Und den nehmen wir auch mal noch mit hier. Schnubbelwips, schnubbelwips. So. Wo gibt es denn jetzt hier in der Nähe noch was zu holen? Die ganzen Bitterkäfer können wir noch abgrasen. Ich brauche aber Honig. So. Zack, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal Honig sammeln. Komm, die Käfer, weist mir den Weg. So, aber vielleicht sollte ich wirklich noch mal, genau, kurz mal die Messer wetzen und gucken, ob der Ton noch da ist. Ton ist noch da, prima. Wäre Max. Ja, ich muss ja auch wirklich mal hier wieder in die Kiste anloaden. Zack, wuhu! Noch ein Beutezug abgeschlossen. Nicey. Zack. Oh, den will ich haben. Der sieht gut aus. Scheiße! Oh, guck mal. Was sind das denn? Flamongos? Ich will einen Flamongo für zu Hause. Komm. Du bist mein Flamongo. Scheiße! Ach, Mist. Wie ärgerlich. Komm, setz dich doch mal hin. Mann, ich wollte doch einen Flamongo. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück und questen noch eine Runde, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Und zwar auf den Handelshof, genau. Natürlich will ich alles mitnehmen. Dann kannst du ja wohl nicht, dass ich hier umsonst. Ach, guck mal. Monsterknochen ist und Kraut hat er. Hat ja Schnurko noch gesammelt. Sehr gut. Anjata bin ich mittlerweile Forschungsstufe 1. Noch ein Kuriak umgehauen. Große Krone. Erhalte deine erste silberne Krone oder besser im Jagdprotokoll. Nicey. Was auch immer, wozu das gut ist. Bestimmt toll. Kenn ja das schon. Schnurrtruppler. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Ah, guck mal, hier ist halt schon viel zu voll wieder. Viel zu voll.
Schießpulver brauche ich überhaupt nicht. Nadelbeeren raus, raus, raus. Alles weg. Bitterkäfer weg, Spinnnetzen weg. Köderkäfer. Honig behalte ich mal noch, weil da kann ich noch Megatränke mitmachen. Aber den Quatsch hier brauche ich nicht. Munitionbeschichtungen benutze ich momentan sowieso nicht. Nitropilz raus, 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 alles raus. So. Gut. Achso, siehst du, Herstellungsliste ist ne. Mann. Falscher Knopf. So. Mega Nährstoffe, aha. Megatrank gegen Gift. Was ist denn hier unter herstellbar? Ha, ein Kaltgetränk. So bestimmt ein Bierchen oder so, oder? Da brauche ich einen Frosttrank. Frostkäse. Hm. Harthülsenpulver, das kann ich alles nicht. Ah, hier Blitzkapsel, Schreikapsel. Eine Schreikapsel ist ja geil. Du hast nicht genug Materialien. Naja, gut, egal. Geben wir erstmal unsere Belohnung für halt die erfüllten Aufträge. Dankeschön, dankeschön. Hervorragend, jetzt haben wir draußen weiter Lager ausruhen können. Bravo, bravo. Schön, schön. Also, wie kann ich dir behilflich sein? Na, du kannst mir jetzt halt Rüstkugeln geben für den Honig, den ich euch gebracht habe. Und noch eine Rüstkugel für kleine Monster töten. Und Entomologie, auch noch eine Rüstkugel. Nice, nice, nice. Da gehen wir erstmal richtig gepflegt jetzt mal abschmieden oben. Der Meisterjagd nutzt immer noch seine Klingenmeisterausrüstung. Als einziger an der ganzen Kommission hängt er noch richtig dran. Einerseits würde ich ihm gerne eine verpassen, damit er zur Besinnung kommt. Andererseits würde ich ihm gerne auf die Schulter klopfen. Bla. Ausrüstung verbessern. So, kann ich die hier noch verbessern? Ist überhaupt das Wichtigste überhaupt für mich hier? Nee. Das sind. Tja, hm. Fehlt noch irgendwas? Ich tue die mal auf die Wunschliste. So, gut, dann schicken wir das mal. Stufe 2. Das Einzige, was noch Stufe 1 ist. Da müssen wir uns. Oh, geil. 5 Rüstkugeln habe ich jetzt schon. Nee, ich glaube, eine reicht. Ich glaube, Kopf ist ganz wichtig. Ursprungspanzerung auch noch mal einen aufbewahren. Und noch eine. Nice, Verteidigung 12. So, dann machen wir die Ursprungsanschienen auch noch mal einen. Zack, ist auch Stufe 3. Nice, okay. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell ein Happen essen. Und dann machen wir eine Quest. Jawohl. So, was ist jetzt hier mit dem Jotsjungen Koch? Es gehört viel Vertrauen dazu, wenn du mit deinem Partyko jagst. Genau wie es bei meinem Partner, wenn wir uns auf die Teller stürzen. Wenn es hart auf hart kommt, ist es gut zu wissen, dass der Partner einem den Rücken frei hält. Es steht und fällt alles mit der Teamarbeit. Das stimmt tatsächlich. Der Partyko ist super hilfreich, weil immer wenn das Monster auf mich losgeht, lenkt das halt irgendwie mit Wurfgeschossen ab. Ich kann dann meine Klingen schleifen, mich heilen und dann kann ich ihm wieder auf die Fresse geben. Das ist so geil, wie er so den letzten Zweig oben drauf und sich da so voll von seinen Leuten dafür feiern lässt. Cool, na bitte. Hey, Partner! Es wird Zeit, dass wir auf Puke-Puke-Jagd gehen. Geil. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke vom Sora Magdaros stammt. Pff, jetzt mal ehrlich, von welchem Monster könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein? Hallo? Hm.
So, was gibt es hier für Gutscheine? Super Glücksrufe, wenn du Quest bekannt machen oder ihr beitreten. Fortschritt. Ja. Cool. Super Glücksgutschein. Na dann. Geht ab. Den Puke Puke hau ich doch glatt nochmal alleine um. Sage ich jetzt und krieg jetzt wahrscheinlich gleich richtig schön vom Kopf. Aber gut, das ist halt natürlich Risiko. Risiko. Ich kann nicht mehr Gegengift mitnehmen. Ich bin komplett voll. Na gut, okay, dann sollte das aber, glaube ich, reichen. So. Wackelige Felsen. So, wird sich der Puke Puke jetzt wohl rumtreiben? Du. Blitzfliegen. Pff, keine Ahnung. Gehen wir ihn suchen. Oh, sind die süß. Kann man die fangen? Hallo, was bist du denn?